Was für ein schöner Morgen. Und ich wünsche Ihnen allen einen solchen. Und liebe Ulrike Mascher, sehr geehrter Herr Pauster, liebe VDK-Familie, dieser Begriff Markus hat mir unwahrscheinlich gut gefallen. Ich wollte jetzt sagen, stellvertretend für und so weiter. Nein, liebe VDK-Familie, herzlich willkommen hier und auch noch einer anderen Familie, der Familie Högner, die mir gerade zu Eingangs gesagt hatten, wenn ihr jemals Platzprobleme oder freie Plätze habt, wir kommen, wir füllen alle Plätze. Herzlich willkommen an die Familie Högner. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste, es gibt diese besonderen Momente im Leben, die eine Wegmarke sind im Gedächtnis von Menschen und Momente, die zur gleichen Zeit einen kritischen Punkt abzeichnen in der Entwicklung einer Gesellschaft. Und ich persönlich und ich glaube viele andere empfinden gerade ein solches Momentum in diesem Landtagswahlkampf, besonders in dieser Woche. Am vergangenen Sonntag haben Zehntausende in München unter dem Motto ausgehetzt, gemeinsam gegen die Politik der Angst demonstriert. Die Menschen, die dort bei strömenden Regen ein Zeichen setzen wollten, kommen aus allen Bereichen der Zivilgesellschaft. Viele kirchliche Gruppen, sehr viele Schülerinnen und Schüler, Studierende, Gewerkschafter, Kulturschaffende. Der Umfang und die Bandbreite des Protestes zeigen, dass sich hier in Bayern eine Partei mit dem christlichen C im Namen von den Menschen und deren Lebensgefühl gerade abwendet. Und vor nur zwei Tagen haben wir als SPD-Landtagsfraktion Klaus-Peter Reisch, den Kapitän der Lifeline, mit dem Europapreis unsere Hochachtung ausgedrückt. Und heute ist es mir eine besondere Ehre, zur höchsten Auszeichnung, die die SPD-Fraktion zu vergeben hat, den Wilhelm-Högner-Preis, die Laudatio, halten zu dürfen. Denn unser heutiger Preisträger, der VDK Bayern, verkörpert mit seiner Arbeit den Zusammenhalt, den die Artikel der Bayerischen Verfassung uns allen als gesellschaftlichen Auftrag geben. Eines haben sie gemeinsam, die Bürgerinnen und Bürger, die gegen Hetze auf die Straße gehen, diejenigen, die Menschen im Mittelmeer vor dem Ertrinken retten und die vielen mit Herzblut Engagierten, die als Haupt- und Ehrenamtliche denjenigen zur Seite stehen, die in sozialer Not sind. Sie alle erfüllen die Werte der Bayerischen Verfassung mit echtem Leben. Bayern ist ein Rechts-, Kultur- und Sozialstaat. Er dient dem Gemeinwohl. Dies legt der Artikel 3 fest. Damit erteilt unsere Verfassung allen eine Absage, die spalten wollen. Sowohl in unserem Umgang miteinander, als auch was unsere Lebensbedingungen betrifft. Der Sozialdemokrat Wilhelm Högner, der bayerischer Ministerpräsident werden sollte, kam am 6. Juni 1945 mit Vorarbeiten zur bayerischen Nachkriegsverfassung aus dem Exil nach München zurück. In einer Welt, die in Schutt und Asche lag, in der die Menschen alles verloren hatten, materiell, aber gerade auch ideell, sollte die bayerische Verfassung der Kompass für die Zukunft Bayerns werden und vor allem auch Hoffnung verbreiten. Der Gegensatz zwischen dem Menschenbild des Nazi-Terrors und dem Menschenbild dieser Verfassung konnte nicht größer sein. Der Text, den Wilhelm Högner und Hans Nawiaski im der Schweizer Exil erdacht hatten und die verfassungsgebende Versammlung danach in drei Monaten formulierte, ist ein Text voller Vertrauen. Vertrauen, dass der Mensch aus dem tiefsten Abgrund wieder zurückfinden kann zu dem, was ihm ausmacht, zu seiner Würde. Deswegen sah Wilhelm Högner, der das dunkelste Kapitel unserer Geschichte erlebt hatte, seine höchste Pflicht darin, dieses Kapitel ein für allemal zu überwinden. Die Präambel legt unmissverständlich den obersten Maßstab für diesen bayerischen Freistaat fest. Ich zitiere: Angesichts des Trümmerfeldes, zu dem eine Staats- und Gesellschaftsordnung ohne Gott, ohne Gewissen und ohne Achtung vor der Würde des Menschen die Überlebenden des Zweiten Weltkrieges geführt hat, in dem festen Entschluss, den kommenden deutschen Geschlechtern die Segnungen des Friedens, der Menschlichkeit und des Rechtes dauernd zu sichern, gibt sich das bayerische Volk, eingedenk seiner mehr als tausendjährigen Geschichte, nachstehende
demokratische Verfassung. Die Zukunft Deutschlands wie Bayerns war nach dem Zweiten Weltkrieg völlig offen. Es war fraglich, ob dieses Land nun in der Völkergemeinschaft geächtet, wieder darin aufgenommen würde. Den Weg in die Katastrophe hatte Högner bereits in seinen jungen Berufsjahren kommen sehen. Aus einfachen Verhältnissen stammend absolvierte er mit großem Erfolg sein Jurastudium und promovierte. 1920 trat er in die Bayerische Justizverwaltung als Staatsanwalt ein. Bereits 4 Jahre später wurde er als Abgeordneter in den Bayerischen Landtag gewählt. Sofort setzte Högner im Landtag einen Untersuchungsausschuss zu den Hintergründen des Hitlerputsches von 1923 durch. Dabei deckte er unter anderem Verbindungen der bayerischen Justiz mit den Nationalsozialisten auf. Der junge bayerische Abgeordnete wurde in ganz Deutschland als konsequenter Antifaschist bekannt und entsprechend auch zur Hassfigur der NSDAP. Nach deren Machtergreifung 1933 blieb ihm nur die Flucht aus seinem geliebten Bayern, zunächst nach Österreich und dann ins Schweizer Exil. Högner wusste aus eigener Erfahrung, dass ein Kulturstaat nur möglich ist, wenn er auf einem Rechtsstaat gründet. Er hat mit eigenen Augen gesehen, wohin es führt, wenn Menschen in die Kategorien Herrenmenschen und Untermenschen eingeteilt werden. Und ebenso klar war, wenn eine Gesellschaft Menschen in solche Kategorien einteilt, kann auch ein Sozialstaat niemals möglich sein. Meine sehr geehrten Damen und Herren, und es ist kein Zufall, dass vor 2 Jahren sowohl die Bayerische Verfassung als auch der VdK Bayern 70 Jahre ihres Bestehens feiern konnten. Aus dem Nullpunkt heraus, zu dem das Terrorregime der Nazis und der Schrecken des Krieges geführt hatten, entstand auch die Organisation, die zum größten Sozialverband Deutschlands wachsen sollte. Durch den Zweiten Weltkrieg waren 5,5 Millionen Menschen in Deutschland zu Kriegsgeschädigten, Witwen, Waisen und Eltern gefallener Soldaten geworden. Doch Trümmer, Not und Verzweiflung brachten eine neue Gemeinschaft zum Leben und weckten das große solidarische Herz, das bis heute in diesem Verband steckt. 1946 gründete sich in München der VdK Bayern. Und ab da stand den Menschen, die eine bessere Zukunft schaffen wollten, ein starker Partner zur Seite. Und wir können mit Stolz sagen, dass die Wiege des VdK in Bayern stand. Von seiner Geburtsstunde an wachte dieser Verband darüber, dass ein wesentliches Versprechen unserer Verfassung immer wieder neu eingelöst wird. Denn was ist eine Gesellschaft ohne das Bündnis der Schwächeren und der Stärkeren? Wie wesentlich der Sozialstaat für eine Gemeinschaft ist, wusste der geistige Vater unserer Verfassung nur zu gut aus seinem eigenen Leben. Wilhelm Högner wuchs als Sohn eines Eisenbahnarbeiters und 7. von 13 Kindern auf. Wegen seiner hervorragenden schulischen Leistung erhielt er einen Platz im Königlichen Seminar in Burghausen. Dort fühlte er sich aber als Fremder, der, wie er später sagte, einer minderwertigen Gesellschaftsschicht angehörte. Noch im Alter sprach er in einer Landtagsrede davon, wie diese ganz konkret erfahrene Benachteiligung in ihm die Leidenschaft für Gerechtigkeit erzeugt habe. Als logische Folge bewarb sich Högner gleich nach dem Abitur bei Georg von Vollmar, dem Vorsitzenden der Bayerischen SPD. Er wolle nun, Zitat, seine Kräfte in den Dienst der Sozialdemokratie stellen und das Los des Proletariats bessern und für das wirkliche Wohl der leidenden Menschen eintreten. Auch später dann im Exil fühlte er, was Not ist. Dort lebte er mit seiner Familie am Rande des Existenzminimums. Eines war also völlig klar, dass Bayern von morgen, das Hoffnung und Vertrauen verdient, konnte nur ein Bayern sein, in dem es keine minderwertigen Gesellschaftsschichten mehr gibt. Wir nehmen heute in Anspruch, eine Gesellschaft zu sein, die derartige Kategorien überwunden hat. Doch mal ehrlich, Hand aufs Herz, machen wir uns nicht manchmal etwas vor? Damit wir uns nichts vormachen und nicht die eine oder andere bequeme Ignoranz entwickeln, dafür brauchen wir hartnäckige Beobachter und Mahner. Und in beidem
ist der VDK eine absolute Autorität. Das hat mit den Menschen hinter der Institution zu tun. Sie sind Fundament und vor allem Markenzeichen des VDK. Liebe Ulrike, als du nach den 10 Jahren an der Spitze des VDK Deutschland Resümee gezogen hattest, konntest du mit Stolz auf die großartige, vor allem Öffentlichkeitsarbeit blicken. Denn in der Tat, ob Altersarmut, Pflegenotstand oder Barrierefreiheit, ihr bleibt hartnäckig dran, damit diese Themen die verdiente öffentliche und vor allem politische Aufmerksamkeit bekommen. Ein ganz konkretes Beispiel möchte ich Ihnen erzählen. Erst vor 2 Wochen konnten die Menschen in Bayern lesen, 450.000 Rentnerinnen und Rentner sind von Armut bedroht. Meine Kollegin Doris Rauscher hatte für unsere Fraktion eine Anfrage an die Staatsregierung gestellt mit dem Ergebnis dieser wirklich harten Zahl. 450.000 Menschen über 65 Jahren sind in Bayern armutsgefährdet. Frauen sind dabei deutlich mehr betroffen als Männer. Und in der Berichterstattung wurde mehrfach auch der VDK Bayern zitiert. Von Ulrike Mascher konnten die Leserinnen und Leser erfahren, was das konkret bedeutet. Zum Beispiel, dass man sich viele Medikamente, die nicht verschreibungspflichtig sind, unter diesen Umständen einfach nicht leisten kann. Oder dass alleinlebende Senioren sich die Miete nicht mehr leisten können, wenn der Partner stirbt, aber eben auch keine kleinere bezahlbare Wohnung finden. Der Finanzexperte Bernd Raffelhüschen warnte hingegen in den Presseberichten vor Panikmache, denn andere Personengruppen seien mehr von Armut betroffen. Und wieder, sie schüttelt schon gerade den Kopf, am liebsten würde wahrscheinlich Ulrike Mascher jetzt aufspringen, und wieder wurde Ulrike Mascher zitiert, die ihm Kontra gab. Ja, diese Argumentation kenne sie nur zu gut. Wenn es aber um Kinderarmut und um Armut von alten Menschen geht, sei es wichtig, nicht diese 2 Gruppen gegeneinander auszuspielen, denn beide könnten aus eigener Kraft nicht aus der Armutsfalle entkommen. Liebe Ulrike, dir und deinen Kolleginnen und Kollegen an dieser Stelle 1000 Dank dafür, dass ihr eure Stimme so konsequent und professionell erhebt und ein Fels in der Brandung der Berichterstattung seid. Gerade in Zeiten wie diesen, mit immer rauer werdendem Ton in öffentlichen Diskussionen, tut es gut, euch als konstruktive Autorität in Fragen der Gerechtigkeit an unserer Seite zu wissen. Studien, die sich mit dem Erfolg des VDK beschäftigen, stellen fest, wenn Journalistinnen und Journalisten soziale Fragen parteiunabhängig verstehen wollen, dann wenden sie sich an den VDK. Die Öffentlichkeitsarbeit genießt, liebe Ulrike, höchste Anerkennung. Und in einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung war bei den Erfolgsfaktoren der Öffentlichkeitsarbeit ganz nüchtern im wissenschaftlichen Ton zu lesen, ich zitiere: Darüber hinaus verfügt der VDK mit seiner Präsidentin Ulrike Mascher über eine Person, die dem Verband ein Gesicht verleiht. Wer für andere eintritt und Meilensteine setzen will, muss professionell sein. Idealismus ist ein Aspekt, aber wer Verantwortung empfindet, nimmt seine Sache ernst und macht sie richtig. Und so pflegt der VDK den großen Schatz, den er in den vielen Ehrenamtlichen hat. Er bereitet sie durch verbandseigene Schulungen auf die Arbeit mit den Mitgliedern vor. Das beste, in Anführungsstrichen, Werbemittel, Ulrike, das ihr habt, kann man aber nicht planen und nicht mit Kampagnen ersetzen. Das sind die vielen, vielen Mitglieder, die ihr habt, die euch das höchste Gütesiegel geben, das sich ein Verband nur wünschen kann. Die Empfehlung durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Und jetzt sage ich mal, liebe Ulrike, wer heute noch nicht VDK-Mitglied ist, Sie können sich das heute auch durchaus überlegen. In einer Zeit, in der Vereine, Verbände und Parteien um Mitglieder kämpfen, vertritt der VDK die Interesse von sage und schreiben 670.000 Menschen in Bayern und ist damit der größte Sozialverband im Freistaat. Oder, um es mit den Worten von Menschen vor allem im ländlichen Raum zu sagen, der VDK gehört in den Gemeinden einfach mit dazu. Punkt. Verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Politik erfuhr einen Bruch, und zwar mit der Finanz- und Bankenkrise des vergangenen Jahrzehntes. Denn die Tatsache, dass die Politik
sehr rasch einen Schutzschirm für Banken aufspannte und das nach Jahren des Sozialabbaus hat die Menschen zu Recht verstört. Und sehr treffend forderte daher Matthias Jehner, der Vorsitzende des DGB in Bayern, zu Beginn dieses Jahres, dass wir einen Schutzschirm für die Menschen statt für die Banken, dass wir diesen Schutzschirm für die Menschen, dass wir dem wieder Vorfahrt geben müssen, um Vertrauen zurückzugewinnen. Und unter diesen Schutzschirm gehören für uns als bayerische SPD beispielsweise die rund 245.000 Minderjährigen in Bayern, die armutsgefährdet sind, trotz der guten wirtschaftlichen Lage und trotz der gefüllten Kühlschränke, von denen Markus Rindersbacher gesprochen hatte. Mit einer Kindergrundsicherung könnten wir die Familienleistung zusammenbündeln und dafür sorgen, dass Unterstützung endlich ganz zielgerichtet bei diesen Kindern ankommt. Für Alleinerziehende, Geringverdienende, Arbeitssuchende oder eben auch Familien mit mehreren Kindern. Die brauchen unseren Schutzschirm. Und zu diesem Schutzschirm gehört auch noch etwas anderes, langfristig gesehen, und das ist der kostenlose öffentliche Personennahverkehr für alle in Bayern. Denn Mobilität, sich bewegen zu können, gehört definitiv zur Teilhabe. Und das bedeutet ganz konkret, dass zunächst Seniorinnen und Senioren, genauso wie Auszubildende, Schülerinnen und Schüler und Studierende und generell bedürftige Menschen bald ein kostenfreies Ticket hier in Bayern bekommen können. Und für mich, viele Journalistinnen und Journalisten können es nicht mehr hören, aber ich sage immer zu denen, wenn sie es nicht mehr hören können, kriegt es der Erste draußen mit, so ungefähr. Die sollen sich endlich mal damit befassen. Da kriege ich wirklich bezahlbares Wohnen. Das ist die soziale Frage der nächsten Jahre und Jahrzehnte. Und diese Frage hat Sprengkraft, die eine Gesellschaft auseinanderreißen kann. Und deswegen müssen sich alle Kräfte bündeln, damit wir dieses Thema endlich in den Griff bekommen. Und da ist noch ein weiter Weg hin. Und ich erwarte aber auch von den Medien, dass sie sich endlich, so wie du es auch gesagt hast, Markus, endlich den sozialen Themen widmen und nicht immer nur mit einem Thema unterwegs sind, das mehr Ängste schürt, als es leider Sicherheit gibt, obwohl wir diese Sicherheit geben könnten, wenn wir endlich in eine sachliche Debatte hineinkämen. Für uns als bayerische SPD, liebe Ulrike, ist es unendlich wertvoll, euch als VdK Bayern bei diesem Schutzschirm für die Menschen als starken Partner im unermüdlichen Einsatz zu wissen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, kürzlich hatte ich die Freude, mit der neuen VdK-Präsidentin Verena Bentele auf einem Podium in meinem eigenen Stimmkreis zu diskutieren. Und als es um das Thema Inklusion ging, hat sie uns alle im Publikum mit ihrer außergewöhnlich entwaffnenden Art zu einem Perspektivwechsel eingeladen und sagte, ich zitiere: "Ich weiß ja, welche Behinderung ich habe, aber die meisten Menschen wissen das über sich selbst nicht. Daher ist meine Frage an euch alle und auch an dich, Natascha, wo liegen deine, wo liegen eure Einschränkungen und wo seid ihr euch eigentlich darüber nicht bewusst? Denkt doch hier und jetzt mal nach." Das war ein wunderbarer Satz und ich denke seitdem viel nach. Und damit hat sie an diesem Abend sehr gut deutlich gemacht, was der VdK über Jahrzehnte konsequent geschafft hat, uns allen in der Gesellschaft den Blick zu weiten und uns die Lage anderer Menschen zu versetzen. Denn der VdK ist auch deswegen so erfolgreich, weil er im Lauf der Zeit seinen Auftrag für neue Gruppen sah. Standen zunächst die Opfer des Krieges im Mittelpunkt, so wurde in den 70er Jahren der Einsatz für Menschen mit Behinderung sowie für Rentnerinnen und Rentner immer wichtiger. Hinzugekommen sind bis heute chronisch kranke Menschen, Pflegebedürftige und deren Angehörige, Familien, ältere Arbeitnehmer und Arbeitslose. Heute ist der VdK generell für sozial benachteiligte Menschen da und solche, die sich engagieren wollen. In Bayern gewährleistet das flächendeckende Betreuungsnetz mit rund 2000 Ortsverbänden und 69 Kreis- sowie 7 Bezirksgeschäftsstellen, dass jedes Mitglied einen VdK-Ansprechpartner direkt in seiner Nähe findet. Und die Menschen wissen auch gerade die soziale Rechtsberatung als einzigartig zu schätzen. Die erfahrenen Experten
helfen VdK-Mitgliedern durch den Paragraphen Dschungel, beraten und vertreten sie vor den Sozial- und Verwaltungsgerichten hochprofessionell und vor allen Dingen bis zur letzten Instanz. Ihr wart zugleich immer ein kritischer und konstruktiver Begleiter der Politik. Vom Bundesversorgungsgesetz 1950 über die jährliche Anpassung der Kriegsopferrenten 1970, das Schwerbehindertengesetz 1974, die Einführung der gesetzlichen Pflegeversicherung 1995 bis hin zur Anhebung der Mütterrenten 2014 und ein wichtiger Punkt der Reform der Pflegeversicherung, die endlich auch die Bedürfnisse von Demenzpatienten berücksichtigt, erst letztes Jahr, 2017. Aber all das, liebe Ulrike Mascher, ist euer Erfolg. Vielen Dank dafür. Meine sehr geehrten Damen und Herren, unser Zeitalter hat viele Herausforderungen. Wollen wir aber, dass die freiheitliche Demokratie Zukunft hat, müssen wir vor allem die immens wachsende Kluft zwischen Arm und Reich überwinden. Das Thema Gerechtigkeit galt bislang als eher eine Sache der politischen Linken. Jetzt, zu Beginn des Jahres 2018, war die Sorge um den sozialen Sprengstoff nun auch beim Weltwirtschaftsforum in Davos zu spüren. Das Treffen stand in diesem Jahr unter der Überschrift Schaffen einer gemeinsamen Zukunft in einer zerrissenen Welt. Davos unter dieser Überschrift. Wer hätte das vor 20 Jahren sich vorstellen mögen? Die soziale Frage hat also schließlich auch das internationale Wirtschaften erreicht. Klaus Schwab, der gebürtige deutsche Gründer des Wirtschaftsforums von Davos, fasste es so zusammen. Die große Sorge der Wirtschaft momentan sei, dass ein Wachstum ohne eine Erneuerung des Sozialvertrages nicht nachhaltig sein könne. Viele Gesellschaften würden heute mit dem Wandel durch Globalisierung und Digitalisierung kämpfen. Und diese Krise erfordere, dass die Führungskräfte aus Politik und Wirtschaft entschlossen das Fundament der Gesellschaft erneuerten. Die bayerische Verfassung hatte bereits 1946 diese Weitsicht und fordert den Einklang von Wirtschaft und Gemeinwohl. Es wird sich zeigen, ob die Sorge von Davos zu einem Umdenken führt oder ob es eben nur bei diesen schönen Worten bleibt. Offiziell sind in der Europäischen Union 140 Millionen Menschen von Armut bedroht. Kritiker hinterfragen diese Zahlen und schätzen sie noch weit, weit höher. Gewiss ist aber, was wir für die Zukunft des geeinten Europa brauchen. Ein Brüssel, in dem Partner, wie bei uns der Sozialverband VdK, mehr Gehör finden und auf ihre Expertise muss vertraut werden. Wir in Bayern wissen, was wir an euch haben. Ihr steht für gelebte Solidarität. Und es ist uns eine große Freude, aber vor allen Dingen eine Riesenehre, den vielen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des VdK in Bayern in diesem Jahr mit dem Wilhelm-Högner-Preis unsere höchste Wertschätzung auszudrücken. Und liebe Ulrike Mascher, die du den Preis stellvertretend annimmst, meinen Glückwunsch von ganzem Herzen. Dankeschön. Mit dem Wilhelm-Högner-Preis der Bayern-SPD-Landtagsfraktion wird im Jahr 2018 ausgezeichnet der Sozialverband VdK Bayern. Der VdK ist der starke Anwalt für sozial benachteiligte Menschen in Bayern. Wo es um Menschlichkeit, Solidarität und soziale Gerechtigkeit geht, nimmt der VdK eine kämpferische Vorreiterrolle ein. Das soziale Engagement des VdK kommt den sozialen Grundrechtsbestimmungen der Bayerischen Verfassung in vorbildlicher Weise nach. Er setzt sich beispielsweise für die Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Arbeitsbedingungen, den Schutz von Menschen mit Behinderungen
und die soziale Förderung der Familie ein und viele weitere Grundrechtsbestimmungen, für viele weitere Grundrechtsbestimmungen der Bayerischen Verfassung. München, 29. Juli 2018. Markus Rindersparer, Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion, Natascha Kohnen, Mitglied des Vorstands und das Kuratorium, Renate Schmidt, Ludwig Högner und Franz Margit. Herzlichen Glückwunsch.